So, hallo liebe Ameisenfreunde. Ja, heute mal eine neue Kolonievorstellung wieder von mir. Eine Iridomyrmex purpureus. Ne? Sie wurde ja im letzten Gewinnspiel von mir, wurde sie gesucht. Klar, fast alle haben es auch gewusst. Ist ja doch eine relativ bekannte Art. Ja, sie kommen aus Australien, sind dann ganz Australien sind sie da verbreitet. Ihr Hauptverbreitungsgebiet sind eigentlich so Grasland, Steppe, trockene Wälder. Ne? Sie brauchen nicht viel der Luftfeuchtigkeit, was mir immer sehr entgegenkommt. Aber ich finde, die Ameisen, die man trocken halten kann, da hat man es ein bisschen einfacher, wenn man da eine hohe Luftfeuchtigkeit braucht. Ja, im Nestbereich 24 bis 26 Grad Celsius bei 40 bis 60% Luftfeuchtigkeit und in der Arena 20 bis 30 Grad Celsius bei 30 bis 50% Luftfeuchtigkeit. Also ihr seht schon, da muss man nicht großartig anpassen, weil diese Werte haben wir eigentlich in Deutschland standardmäßig, ne? Mehr oder weniger. So, ja, sie brauchen keine Winterruhe und sie sind monogyn, also eine Königin. Ganz selten auch polygyn, das ist aber dann eher eine Ausnahme. Ja, zu der Größe von den Mädels, die Güne liegt bei 12 bis 15 mm, wobei die Arbeiterinnen bei 5 bis 11 mm liegen. Klar, alles natürlich Zickerangaben, ne? Kann immer ein bisschen was nach oben oder unten abweichen, weil in der Heimhaltung werden meistens die Ameisen größer als in der freien Natur. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie keine Fressfeinde haben. Ja, maximale Koloniegröße bis 150.000. Also, das ist schon mal eine Ansage. Ne? Das, ja gut, man kann es aber auch ein bisschen mit dem Futter ein bisschen begrenzen. Ne? Also 150.000 von den Iridomyrmex, ja, ne? Da kriege selbst ich eine Gänsehaut. Sie werden, klar, sie werden auch in Australien Meat Ant genannt. Also auf Deutsch Fleischameise und der Name kommt auch nicht von ungefähr. Sie vertilgen natürlich alles, einiges an Fleisch bzw. Insekten. Sie sind sehr gute Jäger, sie sind sehr aggressiv, ne? Sie greifen alles an, was sich bewegt. Aber trotzdem sind sie auch Allesfresser. Also sie ernähren sich nicht nur vom Fleisch, sie ernähren sich auch von Obst zum Beispiel. Ne? Und es wurde schon beobachtet, dass selbst Körner und Samen eingetragen wurden. Also in so einem Kontinent wie Australien muss man schon lernen, alles zu verwerten, damit man über die Runden kommt. Ja, zur Färbung, wie es der Name schon sagt, Purpureus, die haben so einen violetten Schimmer hinten am Gaster und ja, wunderschöne Färbung finde ich. Auch von der Entwicklung jetzt sehr schnell. Ne? Ich habe die Güne alleine bekommen. Habe jetzt schon die ersten drei Arbeiterinnen und Brut. Ne? Wie ihr seht, ist auch immer ausreichend vorhanden. Also ich denke mal, ne, für so eine kleine Kolonie ist das schon eine gute Brutmenge. Und die entwickeln sich auch ziemlich schnell, muss man auch dabei sagen. So, ja, sie halten keine Winterruhe ein. Es gibt auch australische Arten, die eine Winterruhe halten, wie zum Beispiel die Mimizier. Die halten auch eine 3-monatige Winterruhe. Diese Art tut das nicht. So, liebe Ameisenfreunde, ja, ich hoffe, ich konnte euch diese wunderschöne Art so ein bisschen näher bringen. Ist vielleicht keine Anfängerameisenart. Damit meine ich nicht die Haltung, sondern hinterher auch die Koloniegrößen. Man muss schon für einen sehr guten Ausbruchsschutz sorgen, weil ansonsten übernehmen die Mädels das Kommando. Ne? So, ja, das war's, was ich euch zeigen wollte. Eine Iridomyrmex purpureus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.